Die meisten von uns halten sich für selbstständige und unabhängige Menschen. Und doch erwarten wir, dass wir gerettet werden. Von einem anderen Menschen, von einer Idee oder von einem Ereignis. Was auch immer uns heute bedrückt, irgendwo da draußen wartet die Antwort, die alles verändern wird. Die Ernährungsumstellung, die uns endlich unser Wunschgewicht erreichen lässt. Das eine perfekte Date, bei dem wir unseren Partner kennenlernen. Das eine philosophische Konzept, das uns verrät, warum wir existieren. Die eine Business-Idee, die uns endlich reich macht. Das Internet macht es kinderleicht, Vorbilder und Inspirationen zu finden. Ich glaube, das bestärkt das Gefühl, dass wir ganz kurz davor sind, gerettet zu werden. Natürlich wollen wir das so nicht formulieren, denn wir sind ja selbstständig und unabhängig, nicht wahr? Aber wenn wir das alle wären, dann gäbe es nicht so viel Selbsthilfe-Content. Mit Ausnahme einiger weniger, sehr weniger Menschen, haben die meisten von uns noch nicht herausgefunden, wer genau wir sein wollen. Oder wie wir ein erfolgreiches Leben führen. Oder wie ein erfolgreiches Leben überhaupt aussieht. Die Erwartung, dass nur ein Puzzleteil fehlt, um das Gesamtbild zu erkennen, steht uns im Weg. Denn das Leben passt nicht in eine Box. Es gibt keine Ecken und Kanten, an denen wir uns orientieren können und die uns sagen, wann wir fertig sind. Wenn das Leben ein Puzzle ist, dann wächst es immer weiter und es gibt kein einzelnes Stück, das alles perfekt macht. Manchmal passiert es natürlich, dass wir ein Puzzleteil für das Wichtigste überhaupt halten. Es sieht aus, als würde es in eine Ecke gehören. Und wenn wir nur endlich eine Ecke fertig haben, dann werden wir glücklich. Ganz, ganz sicher. Und ja, manchmal kann ein Puzzleteil das Gesamtbild so stark beeinflussen, dass wir unsere Lebenszeit in Vorher und Nachher unterteilen. Vorher, als ich noch arbeitslos war, danach, als ich endlich meinen Traumjob hatte. Vorher, als ich mich in meinem Körper nicht wohlgefühlt habe, danach, als ich mich endlich gesund fühlte. Vorher, als ich allein war, danach, als ich eine Familie gegründet hatte. Aber die Natur eines Puzzles und des Lebens ist es nun mal, dass es viele Teile gibt. Gesundheit, Beruf, Vermögen, Freunde, Familie, Antrieb, Verlust, Ängste, Hoffnungen. Dass wir ins Internet, in die Bibliothek oder unter Menschen gehen, um Antworten zu finden, ist menschlich. Dass wir insgeheim hoffen, kurz vor dem entscheidenden Durchbruch zu stehen, auch. Denn dass das Leben niemals fertig ist und wir niemals zu 100% der Mensch sind, der wir sein wollen, ist frustrierend. Zumindest für einige von uns. Man sagt, Menschen, die zu viel nachdenken, sind tendenziell unglücklicher. Ich glaube, das stimmt. Denn wir bleiben ewig suchend. Und da warten sie schon. Die Lösung. Die einfachen, einfachen Lösungen. Ketogene Ernährung, vegane Ernährung, karnivore Ernährung. Eigene Firma gründen, in Krypto investieren, in die Gruppe kommen. Positiver denken, weniger denken, anders denken. Jeder Mensch bastelt sich sein ganz eigenes Puzzle des Lebens und muss somit auch hunderte, nein, tausende Entscheidungen treffen, die das Gesamtbild beeinflussen. Aber das verkauft sich nicht. Wenn wir uns fragen, warum wir immer noch auf Artikel klicken, Videos schauen oder Kurse buchen, die uns Antworten versprechen, dann ganz einfach, weil das Angebot da ist, aber nie befriedigen wird. Auf der einen Seite wartet jemand, der eine Antwort hat, von der er genau weiß, dass sie dich nicht vollends erfüllen wird. Aber er weiß auch, dass er dir vormachen muss, es wäre so. Denn du wartest auf der anderen Seite sehnsüchtig darauf, dass sich endlich etwas verändert, was alles besser macht. Das Internet kann ein wundervoller Ort für Austausch, Erkenntnisgewinn und persönliche Weiterentwicklung sein, gar keine Frage. Aber es kann uns eben auch vormachen, dass gleich hinter der nächsten Ecke oder dem nächsten Klick alles schöner ist. Die Wahrheit ist, dass es viele kleine Veränderungen braucht, damit wir das Gefühl haben, auf dem richtigen Weg zu sein. Der Weg, auf dem wir uns noch verändern, auf dem wir weitergehen, aber ohne gejagt zu werden. Dort, wo wir nicht gehetzt sind und wo die Welt nicht endet, wenn wir ein bisschen verweilen oder sogar mal einige Schritte zurückgehen. Manchmal fühlt es sich so an, als würden wir völlig stillstehen auf diesem Weg, obwohl wir eigentlich entspannt schlendern. Doch dann kommt jemand vorbei, packt uns an der Hand und zieht uns mit. Plötzlich rennen wir und machen Fortschritte und alles fühlt sich luftig und schön an. Doch auf einmal werden wir wieder langsamer. Und anstatt uns zu freuen, dass wir einen kleinen Sprung gemacht haben und jetzt wieder schlendern, schauen wir uns um. Wo bleibt nur der Nächste, der uns packt? Wann rennen wir endlich wieder? Wo bleibt die Rettung? Es gibt sie nicht, denn auf dem Weg werden wir unzählige Menschen und Ideen kennenlernen, die uns für eine Weile begleiten. Oder sogar für immer. Aber niemand kann uns abnehmen, die Schritte selbst zu machen. Niemand kann uns den ganzen Weg erklären. Keine Idee trägt uns so weit, dass wir irgendwo ankommen. Und manche wenige machen uns sogar vor, sie würden uns mitziehen und helfen, während sie in Wahrheit Steine auf unseren Weg legen, die sie aus ihren eigenen Taschen geholt haben. Selbstständig und unabhängig zu sein heißt, ein offenes Ohr für Ideen und Menschen zu haben,
aber niemals zu erwarten, dass ein Mensch oder eine Idee uns ans Ende des langen Lebensweges katapultiert. Dort, wo alle Fragen schon beantwortet sind, alle Probleme winzig erscheinen und die Suche nach dem Ich beendet ist. Denn eine uralte Weisheit ist auch heute noch so korrekt wie vor Tausenden von Jahren. Der Weg ist das Ziel.